Frank M. Kenton war ein Sheriff im Wilden Westen, der früher einmal selbst Krimineller war. Er reiste durch amerikanische Südstaaten, raubte Leute aus und beging Banküberfälle. Als er bei einem Streit einen Soldaten umlegte und einen anderen verletzte, floh er von Texas nach Nebraska. Da Kriminelle dort härter gejagt wurden, nahm er einen neuen Namen an und begann seine Karriere als Sheriff, um dann Verbrecher zu jagen. Und er war verdammt erfolgreich darin. Aber auch als Sheriff hatte er leicht brutale Züge. Als er und ein paar andere Sheriffs entflohene Kriminelle aus dem Gefängnis jagten, verschanzten die Kriminellen sich in einer kleinen Hütte. In dieser Position schossen sie aus den Fenstern auf Kenton und die anderen Sheriffs. Kenton soll aber nicht gewartet haben, bis die Munition von ihnen leer war. Er setzte den Wagen einer Kutsche in Brand und stieß sie einen kleinen Hügel hinunter, so dass es auf die kleine Hütte zuraste. Die Kutsche krachte rein und die Schüsse der Kriminellen hörten natürlich auf. Danach ging Kenton rein in die kleine Hütte mit den anderen Sheriffs und sie schossen alle das Magazin auf die zwei Gefangenen leer. Ich sag ja, alles schön und gut, aber der Dude war leicht ein Psycho. Als Kenton es dem Governor gestand nach Jahren, dass er früher selbst Verbrecher war, meinte der, naja, scheiß drauf, begnadigen wir ihn. War vielleicht früher ein Verbrecher, hat aber viel fürs Gesetz gearbeitet. My man.